Jede Münze hat zwei Seiten. Einerseits dürfte die Abwertung des Pfunds die Inflation ankurbeln, aber dies wird durch die Verlangsamung des Wirtschaftswachstums kompensiert. Tom Stevenson, Fidelity International. In Anbetracht der Absicht Großbritanniens, die EU zu verlassen, welche Zinsentscheidungen erwarten Sie von der EZB am Donnerstag? Ich glaube, die EZB wird dem Beispiel der englischen Notenbank folgen und keine Zinsänderungen vornehmen. Die Zentralbank dürfte auch mehr Konjunkturmaßnahmen in Zukunft andeuten. Im aktuellen Kontext ist die EZB zu einer lockeren Politik geneigt. Innerhalb von 2 Jahren kann der Brexit im Euroraum eine Wachstumsverlangsamung um etwa 0,5% verursachen. Der Marktkonsens ist auf einen weiteren geldpolitischen Lockerungsschritt im September eingestellt. Im Mai hat die Inflation in Großbritannien um 0,3% zugelegt und dürfte weiter ansteigen. Was ist Ihre Prognose für die britische Inflation? Die Inflation hat sich im Mai tatsächlich um 0,3% erhöht. Nach meiner Prognose wird sie im Juni voranschreiten und möglicherweise 0,5% erreichen. Dies ist größtenteils auf die steigenden Benzinpreise zurückzuführen, die im Juni um 2% auf monatlicher Basis zugelegt haben. Das wird zum Teil durch die nachlassenden Preise von Lebensmitteln und Kleidung wegen des schlechten Sommerwetters in Großbritannien ausgeglichen. Doch ich erwarte einen weiteren Anstieg der Inflation und sollte sie 0,5% erreichen, wird es die Höchstmarke seit 2014 sein. Es ist noch zu früh, über die Auswirkungen des Brexits auf die Inflation zu urteilen, aber jede Münze hat zwei Seiten. Einerseits dürfte die Abwertung des Pfunds die Inflation ankurbeln, aber dies wird durch die Verlangsamung des Wirtschaftswachstums kompensiert. Die australische Notenbank bewies in ihrer jüngsten Sitzung den Leitzins unverändert auf dem rekordniedrigen Niveau von 1,75%. Was sollten wir von ihrer Sitzung am Dienstag erwarten? Derzeit führt die australische Notenbank eine lockere Geldpolitik durch. Die Inflationsrate ist niedrig. Nächste Woche werden die Inflationsdaten aktualisiert und sie können uns enttäuschen. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt verschlechtert sich. Die Arbeitslosenquote stieg vor kurzem auf 5,8%. Das dritte negative Wirkungsfaktor ist der Anstieg des Wechselkurses. Ich schätze mit einer 60-prozentigen Wahrscheinlichkeit, dass in der August-Sitzung eine weitere Zinssenkung beschlossen wird. Das Protokoll der Juli-Sitzung, welches uns bald zur Verfügung steht, wird die Situation klären. Tom, vielen Dank für Ihre Kommentare. Das Dukascope-TV-Team freut sich, Ihnen weitere aktuelle Interviews auf unserer Webseite zu bieten. Auf Wiedersehen.